Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Weekly Reset und dem Überblick dazu, dafür, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, wie man sieht hier, schön im Eisenbanner-Outfit, also Eisenbanner ist leider jetzt vorbeigegangen, Song 2 ist durch mit Eisenbanner, es kommt dann in Song 3 wieder, aber ich hoffe, ihr habt euren Loot bekommen und das dann so ungefähr wie ich jetzt habe hier mit allen Ornamenten und so, dann ist das schon ganz schick. Ja, zudem sei gesagt, die nächsten Wochen bis zum ungefähr 7., 5., 8., 5. mal gucken, kommen erstmal keine Destiny-Videos außer es kommt vielleicht ab und zu mal Witz, die jetzt noch vielleicht schaffen noch zu machen und dann werden die ab und zu noch released, aber ich bin im Urlaub und dementsprechend kommt erstmal nichts, ja? Also nicht wundern, Channel geht dann weiter, aber erst wieder mehr so Richtung Add-on geht der Channel weiter, also wenn das DLC Kriegsgeist draußen ist. Zudem sei gesagt, es gibt neue Kriegsgeist-News wahrscheinlich, weil Bungie hat heute einen Stream gestartet, ungefähr jetzt so, irgendwann gleich. Und kommen neue News, mal gucken, was da alles gezeigt wird. Ich bin selber mal gespannt und vielleicht in die Quelle packen, wenn ich es schaffe. Und sonst geht bitte bei meinem MMO schauen, da steht immer alles schön beschrieben und so. Ne? Gibt es auch schon Links zu YouTube, zu anderen Videos und so. Also könnt ihr da gerne mal gucken und dann ist es ganz schick. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal das alles an, was im Überblick ist. Wie gesagt, ich bin gleich unter Zeitdruck so, im Stress. Das muss ich sagen, das hört man wahrscheinlich auch. So, Dämmerung, was haben wir denn diese Woche? Da haben wir nämlich erstmal wieder was Neues. Hoffe ich zumindest. Dämmerung, eine Gartenwelt. Gut, so neu ist es dann doch nicht. Ja, wie gesagt, ne, um Meilenstein zu erledigen, könnt ihr auch Dämmerung auf normal spielen. Theoretisch könnt ihr auch alleine durchrennen, aber es ist zu empfehlen, natürlich im Team zu spielen. Macht mehr Spaß und gibt mehr Punkte. Dann gibt es natürlich diese Möglichkeit, das auf Prestige zu machen. Dafür müsst ihr Dämmerung aber trotzdem einmal mindestens auf normal gespielt haben und bekommt ihr nämlich das hier. Dämmerungsherausforderung. Einmal, da könnt ihr hier schön alles selber einstellen. Ja, die Schwierigkeitsgrad, dann hier dann noch hier den Argus versenken und so den Modifikator dafür und dann müsst ihr euch eben dann im Team absprechen und gucken, was ihr macht. Dann gibt es natürlich dann wieder eine Aura, wenn ihr 60.000 Punkte erreicht habt und dann seid ihr damit durch. So, dann haben wir natürlich noch ein paar andere Sachen, wo ich mich gerade mal verklickt habe. Dann gibt es natürlich noch hier schön einen Meilenstein für den Raid natürlich. Diese Woche Raid, weiß ich nicht genau, was da die Challenge ist, kann ich leider gar nicht sagen. Dann Ruf zu den Waffen natürlich zu erledigen. Diese Woche ist Schmelztiegel, was ist in dieser Woche aktiv? Hexenkessel, ja, läuft. Macht wieder Spaß, Hexenkessel kann ich empfehlen. Macht mir am meisten Spaß im Moment im PvP. Irgendwie ist es nämlich lustig, mit den ganzen Supers rumzuballern. Und das ist schon ganz lustig. Also dann macht das auf jeden Fall fertig und dann habt ihr den Meilenstein auch dann fertig, deinen Beruf zu den Waffen und dann habt ihr hier vielleicht die Möglichkeit, Hexenkessel zu spielen. So, kleine P sammelt ihr einfach, was ihr macht. Das läuft einfach von alleine. Diese Woche ist Flashpoint in der ETZ. Dann wird dann auch Gesur einfach hier kommen. Das kann ich leider nicht aufnehmen, kann ich leider nicht zeigen. Aber er wird dann wahrscheinlich hier wieder hier dann hier da oben hängen, so, und dann müsst ihr hier starten. Aber wie gesagt, hier gibt es die meisten Events und die gehen am schnellsten zu Ende. Auf jeden Fall die Flashpoints erledigen, das lohnt sich, geht fix zu Ende. Ihr braucht ungefähr 5 Flashpoints, sag ich mal, heroisch, und ihr braucht auch ungefähr 5 Siege, um Ruf zu den Waffen zu bekommen, und seid ihr durch. Ja, heroische Strikes noch 3 Stück machen, aber das kostet eigentlich zu viel Zeit, lohnt sich nicht so, lieber die anderen Sachen machen. Dämmerung und Flashpoints und Ruf zu den Waffen machen geht etwas fixer. Dann haben wir natürlich noch Test Everest. Hier, das Everversum wurde zurückgesetzt. Bin ich mal gespannt, was es da gibt. Aber, es ja, ist gut, immer schön, dich zu sehen. Anfrage gescheitert. Plattformdienste konnten nicht kontaktiert werden. Neue Silberkäufe werden bei deiner nächsten Anmeldung aktualisiert. What? Hattet ihr sowas schon mal gehabt? Ich nicht. So, da haben wir erstmal eine gute Idee. Geste, geht dir ein Licht auf? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kostet 400 Glanzstaub. Dann haben wir hier einmal Funky Tanz. Kostet 700 Glanzstaub. Es ist Raid-Nacht. Wir packen das. Ah. Geht so. Nicht so toll. Dann haben wir hier einmal ein Sparrow-Solo-Gefecht. Einmal 600 Glanzstaub. Kosten Abenteuer erwartet dich. Transportmittel. Ah, ist ja auch nicht ganz so gut. Mir gefällt das hier mal nicht mit der Rasierklinge hier vorne. Das finde ich immer nervig. So. Graue Taube des 14 Heiligen haben wir hier einmal. Kostet 2000 Glanzstaub. Ja. Ganz schön viel. Ein Schiff. So sieht's aus. Der Name Tauben sind die einzigen Vögel, die dem Stadthimmel noch geblieben sind. Sind eines der vielen Dinge, um die wir kämpfen. Wenn du ein Problem damit hast, können wir es im Schmelztiegel lösen. Der 14 Heilige. Ja, tolle Sache. Willkürlicher Mod hier einmal, können natürlich mit Shader rumspielen. So wie das jetzt aktuell aussieht, gefällt mir das eigentlich gar nicht mal so. Kann ich das so machen? Ja, dieses Flatterkram hier an der Seite, ne? Das hier finde ich irgendwie ein bisschen. Das
als er irgendwie durchs Netz geflogen ist und abgehauen ist. Finde ich nicht so gut, würde ich jetzt nicht empfehlen, das zu kaufen, das Ding, das sieht irgendwie nicht so toll aus. Außer ihr habt genug Glanzstaub über, aber meine Empfehlung ist jetzt, wie gesagt, bald den Glanzstaub für das DLC, was kommt. Ja, da gibt es schon andere schöne Sachen. So, Totenbuch, Waffenornament für schwingende Wachsamkeit hier einmal. Natürlich jetzt mittlerweile eine gute PvP-Waffe schwingender Wachsamkeit. Und sehr holzig, das Ornament hier. Kostet wie viel? 800 Glanzstaub. Dann haben wir hier noch Feist Silber. Ein Waffenornament für die Kolonie. Okay, Kolonie. 800 Glanzstaub. Ist, glaube ich, neu. Habe ich noch nie gesehen. Schöne Weiß. Gute Waffe, die Kolonie. Also beide Waffenornamente sind ganz gut, weil beide Waffen sind auch gut, sozusagen. Kolonie macht Bock. Ist lustig im PvP, die Leute damit wegzuschießen. Auch gut im PvE, aber nicht so gut wie im PvP. Dann haben wir hier noch 800, genau. Omega-Mechanus Hose hier einmal. Beinschutz. Es gibt ein ganzes Set, jede Woche ist das Neues. Kostet auch echt viel. Und Geister, ich glaube, dass sie nicht wirklich verstehen, was wir sind. Licht kann man nur sehr schwer simulieren. Farakt aus Parakausalität und so. Achso, Sagira, alles klar. Gut, lesen kann ich auch nicht mehr. Mobile Jägerrüstung hier einmal, dann Mobilitätsverbesserung, dann hier Plastra-Verstärkungsmodifikation. So, lesen kann ich nicht mehr. Ich habe heute einfach zu viel um die Ohren. So, Grautigerhülle, Geisthülle für Geister, deren Wissen mit der Zeit wächst. Einmal hier, gut, mit zwei willkürlichen Mods. Da kann man natürlich sein Glück probieren. Ja, vielleicht fehlt einem ja irgendwas noch an guten Perks bei Geistern. Da kann man sich für 400 Glanzstopp hier einziehen und sind zwei. Ja, wirklich Mods bei, dann das ist gar nicht schlecht. Dann haben wir violettes Scheinwerferlicht hier einmal als Teleport-Effekt, kostet 450 Glanzstaub. Dann haben wir hier einmal Wassermelone Shader, kostet einen Shader 40 Glanzstaub. Wenn ihr die vollständig habt hier und überall eingesetzt habt, seht ihr aus wie ein Frosch. Und zwar so, ein Samurai-Frosch. Dann haben wir noch Arktis Perle hier einmal, kostet auch 40 Glanzstaub. Ein Shader, ja, wenn ihr es vollständig habt, seht ihr dann so aus. Das geht eigentlich noch so einigermaßen. Und dann haben wir natürlich mit Einsatztruppenmedaillon natürlich kaufen. Wenn ihr Meilensteine erledigt und das Ding einsetzen, lohnt sich. Kriegt ihr auch Glanzengramme. Eins ganz okay. Die anderen beiden Sachen hier: Schimmernde Gunst der Vorhut und dann hier Schimmernde Gunst des Schmelziges. Kann ich nicht empfehlen. Bringt nichts. Ist zu teuer und kommt nur Blödsinn bei raus. So, das war glaube ich schon alles. Wie gesagt, weitere Infos sonst in der Beschreibung. Sonst guckt bei meinem O nach. Jetzt kommen erstmal so gut. Also ein paar Videos werde ich noch ein bisschen verteilen über die Tage. Nicht viele, aber ein paar, so die ich jetzt noch vielleicht heute Abend oder morgen früh noch aufnehmen kann. Dann geht es, wie gesagt, in Urlaub, bin ich nicht da. Also komme ich dann mal wieder und dann geht's weiter. Aber so ist es halt. Sorry für meine ganzen Versprechungen, fürs schlechte Lesen etc., fürs hektische Reden. Aber ich habe gerade wenig Zeit. Ich muss echt hier zusehen. Und trotzdem nochmal danke und dann bis zum nächsten Mal reingehauen und tschüss.